ist von 10 zu 10 auf 10 zu 21 eine imposante Siegesserie gewesen. 11 Punkte in Folge über Descu. Und nun sehen wir ein Gruppenspiel der Herren. Jan-Ove Waldner, der WM-Zweite und Europaranglisten-Erste aus Schweden, gegen Ding Yi, einen gebürtigen Chinesen, der für Österreich startet. Er hat als Vertreter des ausrichtenden Landes eine Wildcard bekommen, obwohl er eigentlich nicht zu den ersten 12 in Europa zählt. Zu 2 der Spielstand. Der 5. Satz hat gerade erst begonnen. Früher wurde das europäische Ranglistenturnier Top 12 ja als echtes Ranglistenturnier ausgetragen. Nicht in Gruppenspielen, zu 2 Sechsergruppen jeweils der Damen und Herren, wie das heute der Fall ist. Die ersten beiden jeder Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale, in dem dann nach dem K.O.-System gespielt und die Finalteilnehmer ermittelt werden. Riesenballwechsel und eine starke Leistung von Ding Yi, der hier auf dem besten Wege scheint, eine Überraschung zu schaffen. Wir sehen, mit wie kurzen Bewegungen er agiert. Es geht mit der asiatischen Schlägerhaltung, dem Penholder-Griff, die eine gute Beweglichkeit auf der Vorhand ermöglicht, die aber doch sehr handicapt, wenn es gilt, die Rückhand zu spielen. Und so muss er immer wieder versuchen, seine Rückhand zu umlaufen, was er hier auch tut. Aber damit wird er natürlich bereit, und geschickt platzierte Bälle, wie Waldner sie zu spielen beherrscht, sehr anfällig. Da schien schon fast das Spiel entschieden. Waldner hatte seinen ersten Matchball, 2019. Aber der kleine Schwede ist dafür bekannt, dass er es liebt, mit seinen Gegnern zu spielen und die Sache so spannend wie möglich zu machen. Den Gambler nennt man ihn in der Tischtennisszene. Und hier hat er die Partie für sich entschieden, wenn auch denkbar knapp im 5. Satz. Aber das ist so ein bisschen seine Art. Einen deutlichen Sieg erlebt man von Waldner kaum einmal. Das ist Jean-Michel Zelf und Erik Lind. Erik Lind aus Schweden, der hier als Titelverteidiger beim Europe Top 12 angetreten ist. Gecoacht übrigens vom früheren Weltmeister Stellan Bengtsson. Jean-Michel Zelf, der Belgier hier beim Aufschlag.